Hallo und herzlich willkommen bei meinem kleinen Blog Redaktion 42. Ich habe von meiner Tochter ein tolles Weihnachtsgeschenk bekommen als Retro-Gamer. Ich hatte früher schon so eine Tasse, eine Tetris-Tasse, aber die ist mir runtergefallen. Und jetzt habe ich eine Gameboy-Tasse bekommen. Und diese Gameboy-Tasse hat was ganz Besonderes. Wenn man heißes Wasser reinfüllt, verfärbt sie sich hier. Und das will ich euch mal kurz zeigen. Also jetzt sehen wir auf dem Monitor dieses kleinen Gameboy Nix. Das ist dieser monochrom Gameboy und wir sehen ja hier die Tastatur des ersten Gameboys. Und ich habe jetzt hier an der Kaffeemaschine und tue jetzt mal hier heißes Wasser ein. Achtung. Und los geht's. So, heißes Wasser ist drin und es sollte sich, ja, es tut auch so, ich möchte es jetzt nicht anfassen. Ja, es verfärbt sich, was da so brummt, ist die Kaffeemaschine, also lasst euch nicht verwirren. Und hier seht ihr, was steht denn nicht da? Game Over, oder? Nee, Super Mario Land. Start. Ich kann Start drücken und was ist auf der Rückseite? Ja, hier, auf der Rückseite. Thank you, Mario. Und oh, die schlechte Punktezahl. Also, eine coole Geschichte, funktioniert mit Hitze. Ich mache hier meinen Tee drin und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Viel Spaß und Retro Gaming forever.